Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Und wir sind in einem Unterstützungskrieg mit Provence gegen die Österreicher. Und wieso habe ich jetzt gewonnen und die sind schon weggelaufen? Die haben uns nur gesehen und sind schon gelaufen. Oder wie sehe ich das? Interessant. Ja. Da unten hat die Provence 21 Einheiten. Das hört sich richtig gut an. Ich glaube, wir sind hier am Brandschatzen. Genau so sieht's aus. Das machen wir auch mal weiter. Ja. Vielleicht wäre es doch ganz schön, wenn wir irgendwann mal mit den Frieden schließen könnten und wir einen Erfolg dadurch haben. Aber Wert des Friedens ist schon 11. Sinkt auf jeden Fall. Gut, automatisch speichern. Hier geht's rund mit 19 Provence-Einheiten. Was macht Savoy? Sieht noch gut aus, auf jeden Fall von ihrer eigenen Landmasse her. Truppen, weiß ich gar nicht, ob die noch welche haben, ne? Aber wir sind hier auf guten Wege. Ich gehe mal da einfach rein und werde mal Würzburg zeigen, dass wir gehen sollen, weil die sind ja auch nicht so nett zu uns, ne? Oder? Sollen wir das vielleicht nicht tun? Ne? Wir bleiben erst hier, bis diese Provinz, ja, dann so blaue Streifen von uns hat, ne? So, jetzt können wir dann mal den Würzburgern, oder welche waren das? Den Würzburgern zeigen, wer hier zu Hause ist. Und Lüttich gehört ja nun mal auch zum Heiligen Römischen Reich, oder? Deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn wir dort kurz aufräumen. Weil das ist eine weitere Provinz, wo wir ein Recht drauf hätten. Gut. Ja, das müsste eigentlich nicht lange dauern, ne? Eigentlich. Die Lütticher, die stehen da rum und machen nichts, oder wie sehe ich das? Okay. Einer nur noch. Die Österreicher laufen hintenrum schon weg. Und da laufen sie auch durch. Sie wollen gar nicht rückerobern. Sie haben wahrscheinlich nur... Ah doch, jetzt sind sie reingegangen. Okay, die sind weg. Können wir jetzt hier was machen oder nicht? Ne, ich glaube, da können wir nichts machen. Ein Bündnis können wir sofort anbieten. Einfluss. Ne, da ist jetzt gerade nicht so viel drin, aber ich marschiere mal rüber und... Die wollen nämlich jetzt hier die blauen Streifen wieder entfernen, die französischen, und da werde ich jetzt nicht mit einverstanden sein. Da schicken wir jetzt mal die Österreicher weg. Sah da schon mal besser aus, ne, oder? So, jetzt könnt ihr langsam gehen. Das bringt sowieso nichts, sich dagegen zu wehren. Ja, Moral beweisen sie mit 1000 Mann, ne, sich dagegen zu stellen. Aber das hat es jetzt auch nicht gebracht. Ich glaube, die haben wir sogar aufgerieben diesmal. Da befreien wir jetzt das Land, worum es ging. Das besetzt durch Provence, das ist doch schon mal schön. Aber wir könnten ja eigentlich auch gucken, wie viel sind denn das hier? Also die können wir doch mal zusammenführen. Geht gerade nicht, weil die wahrscheinlich noch nicht zusammen sind. So, die führen wir wieder zusammen.
das passt noch. Das befreien wir erstmal gerade schnell wieder. Oh, jetzt sind da 40% unten angesagt. Das ist aber ein krasser Schritt gewesen. Kommt schon. Der reisende Spielmann. Ach, Pause ist schon dran. Dürfen wir dann rein, seinen Zuhörerfreund bringen. Oh ja, das ist natürlich was. Ne, das erste ist Prestige, möchte ich schon haben. Das ist prima gewesen. Aber wir müssen mal irgendwann unser Land noch beobachten. Damit das nicht im Argen liegt, ne? Sind jetzt nur noch zwei Armeen, ne? Genau. Dann wähle ich die aus und schicke die mal dahin. Da ist schon genug Manpower drin. Lüttich gehört zum Heiligen Römischen Reich. Gut. Die Provence arbeitet da auch. Das ist schon besetzt. Dann gehen wir mal da rein. Da können wir auch noch eine Armee schlagen. Macht vielleicht Sinn. 50%. Die Österreicher kriegen es gerade. Können wir jetzt einen Frieden schließen? Frieden verhandeln, wollen die nicht mit uns. Nein, wir wollen Flandern haben. Ganz einfach. Und wir werden so lange weitermachen, bis sie uns das geben. Die Schlacht von Brabant ist erledigt. Und jetzt gehen wir mal gerade gegen diese Einheit dort. Die haben schon kapituliert. Dann gehen wir auch noch weiter da. Ich denke, sie werden schon irgendwann merken, dass das keinen Sinn macht, oder? Wir haben da auch gewonnen. Die ziehen wir gerade einmal zurück, weil es da so schön ist. Ja. So, das besetzen wir alles mal schön hier. Wenn das richtig schön blau ist, dann werden die Österreicher schon einlenken. Ich glaube, unsere Schiffe sind fast alle kaputt. Eins haben wir noch. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht das eine oder andere nachbauen können, ne? Dafür müssen wir dahin. Und dahin. Okay, so viel Geld haben wir nicht, dann gehen nur zwei, das ist aber schon mal was, denke ich. Die bauen wir dann da auch zusammen. Ich jetzt wüsste, wo die eine ist, ne? Ja, wir besetzen schon wieder eine Provinz. Und die Österreicher sind immer noch nicht damit einverstanden, oder? Nein. Thüringen kommt jetzt dazu, Anhalt oder was?
Okay, immer noch nicht. Gucken wir mal weiter. Da wird gekämpft. Gehen wir nach Breda. Geld kommt da ja einiges zusammen, ne? Da haben wir schon wieder eine Idee, die da reinkommt. Ja, das ist doch super, oder? Ja, machen wir, oder? So, warte mal, das muss ich mal gerade lesen, ja? König, unsere französischen Ideen haben sich weiterentwickelt und haben uns Zugriff auf Erlang. Wenn du das Zentrum unserer Armee, unserer Mannes zeigen jetzt. Ja, das merkt man, dass wir überlegen. Die Moral der Armeen sind jetzt auch noch um 20% gestiegen. Jetzt haben wir patriotische Begeisterung. Jetzt haben wir auch noch weniger Kosten. Auch schön. Und wir haben auch noch Antwerpen besetzt. Das müsste hier durch passiert sein. So, da geht's weiter. Schiffe waren wir am Bauen. Wir haben Truppen ohne Ende, das aufgefüllt werden kann. Wir haben Wald. Alles hier von den Österreichern in Beschlag genommen hier oben. Das ist auch gut so. Das gehört denen aber nicht, ne? Terra Incognita, okay. Ach, Berg gehört auch noch Österreich, gut. Limburg auch. So. Unsere Häfen werden blockiert von Österreichern. Interessant. Und das ist eine Bug, ne? Die kriege ich da jetzt auch nicht raus, glaube. Na, Schicksal. Unten haben wir zwei und es werden noch welche gebaut. Breda wurde auch besetzt. Gute Nachricht. Wir kriegen noch mehr Stabilität dazu. Super. Limburg. Und das wird ja gleich zu Ende sein hier auch. Dann geht's da nach Holland. Das hier ist Terra Incognita. Zeeland wird jetzt auch besetzt. Dann geht's hoch nach Holland. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen mehr hier hätten, ne, dann wäre das vielleicht auch besser gewesen. So, wir haben immer noch einen freien Menschen da oben. Holland wird jetzt auch besetzt. Dann müssen wir gucken, dass wir noch weiterkommen. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Unsere Einheiten haben verheerende Lust, ja. Wer ist das hier? Ach, Gelder in Utrecht. Das ist, glaube ich, nichts Böses. Die kriegen wir schon noch hin. Wann geht das Feld das nächste Land der Österreicher? Der Berg war ja auch noch österreichisch. Hier oben auch noch eins. Nein, das gehört Buxtehude gehört zu. Was ist das? Buxtehude? Ne, Bremen. Limburg ist auch besetzt. Dann gehen wir noch mal Berg. Das gehört nämlich auch noch den Österreichern, wie ich gerade sehe. Wir räumen da jetzt mal richtig auf. Wenn Holland weg ist, dann geht hier noch Utrecht. Okay. Holland ist auch erledigt. Dann noch Utrecht. So, dann haben wir hier oben alles erledigt, in Anführungsstrichen. Das ist durch die Provence besetzt. Ja, dann marschieren wir hier unten hin, oder?
Gut, jetzt muss ich gerade mal eine Pause machen. Und guck mal hier gerade auf meinen eigenen Tisch. Da ist alles noch gut. Ja. Der ist ja nicht so dolle, ne? 1, 2, 2. Das ist auch nix. Gut, weiter. Da wollte ich Mainz mal sehen und nicht die des Gegners. Feinde sind England, Österreich und Kastil. Da ist das gleiche in grün. Wir haben noch 5 Geld plus in der Bilanz. Hier geht's voran zurzeit, 0,39. Wahrscheinlich, weil wir alles besetzt haben in der Ecke da. Ah, hier ist ein bisschen langsamer unterwegs. Die Wirtschaftsideen wachsen weiter. Ja, das ist ja nicht mehr viel dann, ne? Die Engländer sind dann auch nochmal ein Ziel, aber jetzt gerade nicht, weil wir da andere Dinge zu tun haben, ne? Ja, das interessiert uns jetzt gerade nicht so wirklich. 25 von 33 Schiffe. Wo sind die Schiffe? Da, 8 von 14, da können wir noch zulegen. Truppentransport haben wir da 7, ne? Müssten wir eigentlich eher abbauen, ne? Die machen eine Blockade. Wir können natürlich hier Schiffe aufrüsten, aber wir hätten nur 14. Jetzt auch nicht so das Ding, ne? Gut. Weiter. Da geht noch nix. Da im Berg sind wir schon. Die Kölner, wollen die was? Ich glaube nicht, ne? Und die halten still. Ja, wenn wir mehr Ansprüche fingiert hätten, dann könnten wir auch mehr kriegen wahrscheinlich, ne? So, wir können ja nochmal gucken, ob wir jetzt was kriegen können. Wir haben ja schon einiges geschafft. Speichert er jetzt gerade, ne? Frieden verhandeln in unserem Namen. Passiert immer noch nichts. Okay. Berg ist jetzt besetzt. Und da haben wir schon wieder ein Schiff verloren. Ich glaube, das letzte, ne? Go to Ma. Oh. Interessant. Tja, schade, ne? Okay. Utrecht haben wir auch besetzt. Das heißt, wir marschieren dann noch da unten. Und die nehmen wir auch mit. Was haben wir hier unten? Draguignan oder so ähnlich. Wir marschieren überall lang. Müssen wir jetzt die Aachener angreifen oder geht das so durch? Ja, geht so durch. Ja, wer sind das? Die Pfalz. Die sind ja auch mit uns im Krieg. Die würden jetzt einen auf die Mütze kriegen, oder sehe ich das falsch? Okay, hat sich erledigt. Und da gehen Arnsbach nieder. Die Provence hat das da schon gemacht. Hier unten sind einzelne österreichische Truppen gerade zu sehen. Arnsbach verliert auch seine Truppen gerade. Die Schlacht ist auch gewonnen. Stationieren wir uns mal gerade in der Pfalz. Wer ist das hier? Ungarn. Sind die Ungarn auf der österreichischen Seite? Ist das Österreich-Ungarn?
Verteidiger im Österreichischen Krieg. Wo sind die Ungarn jetzt? Da, aber sind nur noch 4 Truppen, oder wie? Und die Pfalz bekämpfen wir auch gerade. Okay. Komm, marschieren wir vor. Die Ungarn sollen auch wissen, wer wir sind. Die sollen sich mal nicht so weit nach Westen wagen. Gut, aber bevor da irgend noch was passiert, würde ich sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.